Leute und herzlich willkommen zurück zum SCB Verse Report. Sissi ist im Urlaub und ich freue mich über tatkräftige Unterstützung von Weezin. Ja, wir haben ein Hot Topic, was im Grunde genommen ein kleines Update nur beinhaltet, ne? Also es gab jetzt endlich den Release vom Patch 2.4.1. Das war der aktuelle Patch, der gerade rausgeschickt wurde nach einer sehr, sehr kurzen PTU-Phase. Es ging sehr schnell, ne? Ging sehr, sehr schnell. War auch eher jetzt wirklich nur, um Bugfixes halt vorwärts zu bringen, um das Spiel stabiler zu machen. Und tatsächlich für Crusader hat es sich deutlich ausgewirkt. Also das Mini-PU ist stabiler, die Frame-Drops sind ein bisschen besser geworden. Aber es kann immer noch zu Fehlern kommen, es kann immer noch abstürzen. Aber so vom Spielempfinden her, vom Gefühl her, kann man jetzt schon einige Stunden unterwegs sein. Ja, genau, das funktioniert schon. Also 10 GB hatte der Patch so über den Daumen gepeilt. Wie gesagt, es ging vor allem um Server- und Client-basierte Probleme. Was gerade schön dazugekommen ist wieder, man kommt wieder nach Arcorp rein. Das ist auch schon mal wieder ein Vorteil. Die Infinite Loading Screens sind ein bisschen besser geworden. Was den Arena Commander angeht, haben wir nicht so gute Neuigkeiten, ne? Also ich meine, ihr könnt da auch gerne eure Meinung zu schreiben. Ich hatte jetzt so beim ersten Mal oder die ersten Tage jetzt das Gefühl, dass der Arena Commander leider sehr unzuverlässig ist. Dass da die Synchronität allgemein nicht funktioniert. Dass die Raketen vom Schaden nicht wirklich zuverlässig sind und dass die Schadensauswertung auch häufig aussteigt. Ja, das sind tatsächlich aktuell Probleme. Ich glaube, der hat keine Priorität, der Arena Commander. Zumindest merkt man das gerade so. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass mit dem neuen Patch ein Wipe passiert ist. Ne? Das heißt, wir dürfen jetzt alle von vorne anfangen, wieder neues Geld verdienen. Ja, sonst wird es auch langweilig. Ne? Das ist ja ganz wichtig, damit man motiviert bleibt, die gleichen Sachen wieder zu kaufen. So ist es. Also das kann man auf jeden Fall, wenn ihr jetzt das Spiel startet, den neuen Patch runterladen, nicht ärgern und vor allem müsst ihr wissen, dass eben eure Ausrüstungsgegenstände und euer Geld eben jetzt weg ist. Das heißt, es geht jetzt nochmal von vorne los, die Reise. Ja, soviel zum Hot Topic. 2.4.1 ist eben, wie gesagt, jetzt live. Wir gehen jetzt rüber zu den Weekly Updates und haben als allererstes Around the Verse und da haben wir ein Jubiläum zu feiern. Die 100. Folge, gibt es dafür einen Ausdruck? Ein Millennium ist es ja wohl dann nicht. Genau, ach, ich weiß es auch gerade nicht, wie das heißt. Centurion? Aber ja, keine Ahnung. Ich lasse es lieber, ja, bevor ich mich jetzt hier komplett verplapper. Aber es ist ja erstaunlich, dass sie jetzt tatsächlich die 100. Folge gebroadcastet haben. Genau, sie haben damit auch eine Überarbeitung der Videoformate an sich angekündigt. Da gehen wir gleich in Reverse the Verse nochmal drauf ein. Das ist ein bisschen ausführlicher. Was sie auf jeden Fall dazu gesagt haben, ist, natürlich ist der Patch 2.5 in Arbeit. Da sieht es jetzt aktuell so aus, dass er zwar schon im QA ist, das heißt in der Quality Assurance, aber die Inhalte noch nicht hundertprozentig feststehen. Ein paar Sachen wissen wir aber trotzdem schon, die sie verraten haben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Piratenstation auf jeden Fall ein Content, der reingehört. Mhm. Grim Hex heißt die, wenn ich jetzt richtig liege. Und die soll mit 2.5 auf jeden Fall kommen. Was noch nicht hundertprozentig klar ist, ist die Reliant Core, dass sie Flight Ready wird. Aber auch das Ziel steht im Mittelpunkt der ganzen Arbeiten. Und neue Klamotten für die Stores. Und da würde ich jetzt sagen, dass das relativ wahrscheinlich ist, dass es reinkommt. Genau. So ist es. Also die Reliant ist jetzt wirklich unsere Spekulation. Sie haben zumindest angekündigt, dass ein Schiff Flight Ready wird. Nun aktuell nur Hangar Ready ist eben die Reliant Core. Wäre wahrscheinlich naheliegend, dass sie das wird. Und ja, die neuen Kleidungen haben sie auch vor allem angekündigt in Bezug auf die Piratenstation, da soll es nämlich dann anders gebrandete Shops geben und dann gibt es ein bisschen Outlaw-Mode. Wäre auch ein bisschen komisch, so im Sakko als Pirat durch die Welt zu laufen, so total der verlässliche Vertragspartner, naja. Aber vielleicht sind wieso so ein paar, naja, ich sag's jetzt nicht. Ich sag nur Ocean's 11, ja, weißt ja, du, die deswegen, sind ich auch gut gekleidete Verbrecher. Ja, ich sag's nicht, oder? Was denn jetzt? Richtung Börse gedacht? So? Also, ja, genau. Naja, lassen wir das raus, das wird politisch. Und ich würde sagen, der nächste Punkt sind weibliche Charaktere oder Charaktermodelle. Auch an denen wird stark gearbeitet. Da geht's darum, eine neue muskelbasierte Physiologie zu schaffen. Modelle, die halt eine muskelbasierte Physiologie aufweisen. Und gerade das steht jetzt schon bei weiblichen Charaktermodellen im Vordergrund. Anhand von denen wird jetzt quasi in der nächsten Phase dran gearbeitet. Und das wird dann später übertragen auf Venduals oder auch auf die männlichen Charaktermodelle. So ist es. Sie heißt, die weiblichen Charaktermodelle werden jetzt noch etwas feiner ausformuliert, als es bei den männlichen Dependancen gerade so ist. Das bedeutet, wir werden aber noch ein bisschen drauf warten müssen. Mehrere Monate, haben sie gesagt, ein paar Monate Arbeit.
wird es noch Ich denke auch, damit können wir leben, ne? Sollen sich bei denen noch mehr Mühe geben als bei uns, soll es nur recht sein. Soll uns nur recht sein. Gab ein großes Update dazu, schaut in den Artikel rein, da steht wirklich sehr, sehr viel, weil es wirklich sehr intensiv um diese weiblichen Charaktermodelle ging bei Around the Verse. Aber nicht falsch verstehen, es ist natürlich jetzt nicht für 2.5 angekündigt, sondern eine Langzeitentwicklung. Ja, definitiv. Also mehrere Monate wird es auf jeden Fall noch dauern, bis es da ist. Ja, von dort aus ging es dann zum Orga-System 2.0. Da muss man eben dazu sagen, jetzt bin ich gerade in den Topics gesprungen. Ich habe gerade gesehen, Verzeihung, Item-System 2.0. Da wollte ich hin. Das Item-System ist jetzt gerade weiter stark in der Entwicklung. Da sind sie sogar schon sehr, sehr weit und haben gesagt, sie stehen kurz vor der Erreichung des neuen Meilensteins. Na gut, das ist natürlich auch so, muss jetzt sich überlegen, während jetzt bei anderen Spielen, der Vergleich war jetzt EVE Online, oder wenn man sich von anderen Spielen es gewöhnt ist, dass man vielleicht so 100 Items hast oder 200, 300 Items, hat man es hier halt schnell mit über 1000 Items zu tun und später, wenn das Spiel vielleicht fertig ist, um die 50.000 Items, die pro Charakterinventar unterwegs sind, die irgendwo liegen, die man am Körper anbringen kann, die man verwalten muss, die man kauft im Laufe der Zeit. Das heißt, hier brauchen wir eine andere Architektur, die das überhaupt betreuen kann, weil sonst das gar nicht mehr zu verwalten ist. Ja, und außerdem soll damit natürlich der Use-Button verschwinden, sodass man eben auch wirklich gezielt Items ansteuern kann, sei es jetzt am eigenen Charakter oder sei es zum Beispiel Zielfernrohre, die man auf die Gewehre steckt oder eben auch Schiffssysteme, die man direkt ansteuern kann dann mit diesem Item-System, sodass nicht nur so ein komischer Use-Button aufploppt vor einem, der manchmal kommt und manchmal nicht und so, sondern eben es sehr viel genauer ist. Also dass angekoppelt ist, gerade Schiffsbeispiel hier angekoppelt ist, klar lokalisiert ist und gleichzeitig sich mit allen Schiffssystemen gegenseitig beeinflusst. Mhm. Und da ist das Itemsystem 2.0 der erste Meilenstein, um dann alle anderen Schritte dahinter freizuschalten. Ja, und die Überlegung wäre tatsächlich, dass man sagen könnte, 2.6 wäre so ein Zielpatch dafür, um eben zumindest die erste Varianz von dieser Itemsystem 2.0 ins Spiel reinzubringen. Könnte eine Möglichkeit. Wäre schon ziemlich steil, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen, ja. Außerdem gab es Around the Verse eine Studio-Tour. Das gibt ja ein nagelneues Studio in Los Angeles, was jetzt über Monate gebaut wurde. Und da führt uns Chris Roberts im neuen Star Citizen Polo-Shirt durch die Studios. Ist eine spannende Tour, könnt ihr auch mal bei SCB gucken. Da sind so die Screenshots von den wichtigsten Abteilungen, die sich das wirklich hübsch gestaltet haben, wie es da aussieht. Das kann man sich also angucken. Ja, und dann gab es noch ein Shipshape zur Drake Caterpillar. Genau, das werten wir jetzt nochmal aus, ob es sich lohnt, da vielleicht jetzt auch nochmal ein Voice-Over zu machen von. Wir schauen uns aber nochmal in Ruhe an, ob da jetzt wirklich die Informationsdichte hoch genug ist. Ja, das können wir jetzt an der Stelle noch nicht genau sagen, das werden wir euch dann präsentieren. Woran sie gearbeitet haben, war auf jeden Fall die Station, wo der Traktorstrahl angebracht ist. Sie haben in den Wohnmodulen gearbeitet, sie haben am Maschinenraum und auch an den Frachtmodulen gearbeitet. Ja, und dann gab es halt eigentlich die wichtigste Information, und das ist immer für die Leute, wann kommt's denn dann? Tja, noch mehrere Monate wird es dauern, bis dieses Schiff dann reinkommt. Wird ja wahrscheinlich dann auch wieder das größte Schiff sein. Ich denke mal, das wird noch eine ganze Stufe bedeuten an Arbeit. Und auch vor allem auch wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, ich habe da jetzt nicht so eine große Ahnung von, dass es aber auch was mit der Serverstabilität zu tun hat, so ein Schiff halt zu integrieren. Ja, genau. Also von daher, alle Fans von der Caterpillar, geduldet euch noch ein bisschen. Mehrere Monate sind immerhin nicht ein ganzes Jahr. Ne? Mhm. Mehr kann man, Positiveres kann man da wohl nicht zu sagen. Ansonsten gehen wir weiter zu Reverse the Verse. Da gab es als erstes mal ein Update dazu, dass die Videoformate jetzt ein neues Gesicht bekommen werden. Das bedeutet Around the Verse, 10 for the Chairman und so weiter und so fort werden überarbeitet. Die Formate sollen kürzer werden, dafür mehr Informationsinhalt haben, also unter 30 Minuten wollen sie es schaffen. Und zum Beispiel der Lawmaker's Guide of the Galaxy wird eine eigene Show bekommen, die dann mittwochs ausgestrahlt wird. Die haben so ein bisschen die ähnlichen Sachen wie wir, ne? Tja, das ist halt so, wenn man halt den User oder den Zuschauer oder den Fan irgendwo informieren will, dann darf man halt nicht zu viel in ein großes Format packen, weil es schafft kein Mensch mehr aufzupassen. Und deswegen glaube ich, dass die Idee, halt die Sachen abzukoppeln voneinander und einzeln zu präsentieren, eine ganz gute Entwicklung ist, weil sonst ist man einfach erschlagen und muss sich dann sagen, so, jetzt mache ich morgen weiter. Das geht uns ja auch so. So komplett durchschauen ist immer eine schwierige Angelegenheit. Ja, natürlich. Also ihr merkt es ja auch, wenn wir jetzt einen Verse Report hier haben, der über 30 Minuten geht, da wird es schon so voll mit der Informationsdichte, da kommt man gar nicht mehr mit. Das werden sie auf jeden Fall machen. Ja, und dann gab es Updates zur Gamescom. Tja, Gamescom ist auf jeden Fall geplant, mindestens Patch 2.5 zu präsentieren, wenn nicht Patch 2.6 zu zeigen. Das ist sozusagen jetzt der Fahrplan, den wir zeichnen können. Das heißt, wir wissen schon mal über Daumen gepeilt, auf jeden Fall ist die Piratenstation drin. Mhm. Das wird auf jeden Fall drin sein und man könnte jetzt auch spekulieren, Itemsystem. Ja. Zum Beispiel. Sollte es eigentlich auch schaffen, wenn wir richtig viel Glück haben, haben wir dann vielleicht schon
Tja, was wäre so der weiteste Schritt? Na, der weiteste Schritt wäre tatsächlich, dass man sagen kann, wir hätten zum Beispiel ein neues Hangar-Ready oder Flight-Ready-Schiff. Wenn es jetzt richtig gut kommt, dann sind halt die letzten Concept-Sales sozusagen dann soweit. Vielleicht kann man schon in die Prospector steigen zum Beispiel oder so. Und Submarine wäre es ja? auch eine Idee. Greifbar, ne? Ja. Aber ja. halt jetzt schon, jetzt sind wir schon wieder im ganz gefährlich spekulativen Gewässer, würde ich sagen. Definitiv. Mit viel Glück haben wir Submarine. Ja, mit viel Glück wäre Submarine mit dabei. Da hat zumindest Chris Roberts genau angedeutet, dass das schon in den FPS-Mechaniken sehr, sehr weit ist und dass sie im Grunde genommen darauf warten, es zu präsentieren. Was richtig geil ist, was richtig ja, toll ist als Ankündigung, ist, dass der Stand der Gamescom tatsächlich ja. sehr, sehr groß sein wird und der wird die Brücke einer Idris nachempfunden sein. Mhm. Und das finde ich schon wahnsinnig geil. Also ja. die Vorstellung, da jetzt reinzulaufen und vielleicht an der Konsole zu stehen, vielleicht auch da so Tests spielen zu können. Ja. Vielleicht haben sie so eine kleine Brückensimulation für ja. uns. Wer weiß. Um Multicrew zu spielen, das wäre auch geil. Ja. Also das könnte, diese Ausdrucksweise, das könnte echt ja, sehr schön werden. Das wird auf jeden Fall klasse. Das ist geplant, also dass der Stand so aussieht. Und es ist außerdem geplant, dass sie also 5 Tage lang live streamen von dem Stand. Das heißt, wird also einen konstanten Livestream, während die Gamescom offen ist, angucken können, was passiert gerade auf dem Stand von Star Citizen. Und sie haben außerdem eben so Meetups geplant, wobei es dafür auch schon einen festen Zeitplan gibt. Die ersten 3 Tage lang wird man Meetups online haben. Das heißt, da wird man zum Beispiel den Developern über Twitter und ähnliche Social-Media-Geräte oder Apparaturen sozusagen Fragen stellen können und diese dann beantwortet kriegen. Und die letzten 2 Tage, da wird es dann Live-Events geben, wo man sich dann spontan zusammenfinden kann. Und ich schätze, da muss man dann entweder vor Ort sein und halt die Leute direkt anquatschen oder halt wahrscheinlich Twitter oder andere Netzwerke sehr, ja. sehr aufmerksam verfolgen. Ja. Und dann kann man sich vielleicht da irgendwie ein Ticket, eine Einladung oder halt eine Empfehlung irgendwie ja, genau. raussuchen und dann sich mit den Leuten treffen. Genau, das ist der Plan für die Gamescom 2016. Und ja, ansonsten haben wir noch ein Update auch aus Reverse the Verse direkt vom Developer selbst zum Patch 2.5 nochmal. Wie gesagt, Inhalte stehen noch nicht fest, aber er hat auf jeden Fall fallen lassen, dass der Patch schon sehr stark in Arbeit ist und dass man relativ bald mit einem Release rechnen kann. Ist halt die große Frage, wenn ich mir überlege, so die Piratenstation, wie lange jetzt eine Testphase vielleicht mit Evocatis oder mit PTU-Usern sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie das relativ lange ausprobieren müssen, bevor sie es dann wirklich für eine Gamescom oder generell halt präsentieren. Das glaube ich auch. Also von daher könnte ich mir vorstellen, so in 2 Wochen geht das Ding in die Evocati-Testreihe und dann ins PTU und dementsprechend wird es halt ungefähr mit der Gamescom dann so gut hinkommen. Vielleicht eben, wie gesagt, mit ein bisschen Glück sogar 2.6, aber das werden wir dann sehen. Schluss und letztendlich habe ich noch ein Update, was ich schon mal ein bisschen vorgegriffen hatte. Das war eben das Organisationssystem 2.0, also sprich Orga 2.0. Da hat man immerhin als Update inzwischen gehört, dass das jetzt einen Prototypen dafür gibt und dass Turbulent, die Webentwickler, ist jetzt testen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil wir auch schon die Grenzen unseres Orga-Verwaltungssystems auf der RSI-Seite häufig bemerkt haben. Da freuen sich bestimmt sehr, sehr viele Member ja. drüber. Genau, also die Auskunft dazu soll nur sein, dass es sehr, sehr schick aussieht und dass eben dann solche Dinge wie Allianzen darstellen und Bündnisse darstellen und Flottenverwaltung und sowas, dass das dann auch damit funktioniert. Sind wir gespannt drauf, da sitzt eben Turbulent aus Kanada dran. Mal gucken, was sie sich da einfallen haben lassen. Ja, wir haben nochmal Reverse the Verse und zwar diesmal die Subscriber Edition und tatsächlich betraf das diesmal einen Bereich, wo eigentlich bei mir so eine Nulllinie durch den Kopf geht. Ja, das ist meine Herren. Ja, leider sind wir beide da nicht besonders bewandert. Man muss ja. sich diese Folge dann wirklich mehrmals zugute führen. Man muss wahrscheinlich drüber nachdenken, vielleicht mal eine Pause einlegen. Es ging um Serverarchitektur. Es ging darum, dass Star Citizen als MMO so angelegt ist, dass es auf einer Cloud, ja, cloud-basierend sein wird. Das heißt, gerade wenn es um die Itemsverwaltung geht, gerade wenn es um Speichern von diesem Itemsystem 2.0 beziehungsweise der ganzen Objekte im Spiel gehen wird, mit 50.000 Objekte so in dem Rahmen pro Spieler, wird eine Cloud-MMO Umgebung, Architektur wichtig sein. Und da gingen sie dann so richtig ins Detail ja. und das war der Moment, wo wir dann halt so eher, naja, ausgestiegen gesagt haben, bitteschön, schaut rein, wenn ihr das möchtet. Das ist wirklich für die Leute, die sich für sowas interessieren, wahrscheinlich unglaublich spannend. Wir können tatsächlich den gesamten Umfang nicht richtig abschätzen, von daher nur unsere Empfehlung, geht in die Episode rein, ab Minute 30 von diesem Subscriber-Livestream geht es wirklich ganz ins Detail, da geht es dann wirklich darum, wie die Server untereinander vernetzt sein sollen, wie das alles mit dem Netzwerk und der Cloud zusammen
zusammen funktionieren soll. Wir haben halt in dieser Episode 3 Entwickler dabei gehabt, einen DevOps-Engineer und zwei Server-Performance-Manager, also Server-Programmer, die sich wirklich im Detail über sowas austauschen. Wir konnten an der Stelle wirklich nur diese Fragen mitbringen, was bringt denn, was sind das für Herausforderungen eben für diese Cloud-Architektur an sich. Dann als Vergleiche eben zum Beispiel das, was du vorhin schon gesagt hattest, ne? WoW hat so einen Charakter etwa so 1000 Items um sich herum und an den Account entsprechend gebunden. Bei Star Citizen können es gut und gerne 50.000 irgendwann werden, die irgendwo dran gebunden sind, mit irgendwelchen Zielfernrohren und was nicht allem dann drum und dran. Verschiedenen Mobi-Glas-Rigs und... Ein Traum für Messi ist ein Albtraum für alle Leute, die den Überblick behalten wollen, ja, würde ich sagen. So ist es. Also von daher, reine Empfehlung an euch, wenn euch dieses Topic interessiert, schaut nochmal genauer rein, guckt erst in den Artikel, dass ihr so euch ein bisschen einen Überblick verschafft und dann geht auf die Episode. Und wenn ihr sehr spannende Informationen dazu habt, könnt ihr es natürlich auch gerne kommentieren. Ja. Vielleicht habt ihr da noch Sachen herausgefunden, die wir jetzt gar nicht mehr verstanden haben. Ja, kann deswegen sein. Gerne, wenn ihr es gesehen habt und da vielleicht ein bisschen fitter seid, gerade wenn es um Serverarchitektur geht, könnt ihr natürlich dazu auch eure Meinung sagen. Aber hallo, ja, also von daher sehr gerne. Ist nicht unser Fachgebiet, aber von daher möchten wir es euch natürlich gerne ans Herz legen und präsentieren. Ja, und von dort aus gehen wir auch dann direkt schon zu unseren Videos, die wir letzte Woche gebracht haben. Und zwar war das einmal ein Voice-Over von einem System Guide. Und zwar eigentlich waren es streng genommen zwei Systeme, die uns Cecilia in einem Voice-Over dargestellt hat. Und zwar Tamsa und Min. Ja, und Tamsa ist ja schon seit die Galaxy oder Map, seit die Star Map da ist, eigentlich eines meiner Lieblingssysteme mit dem schwarzen Loch im Zentrum. Es hat quasi als zentrale Gravitationsquelle das schwarze Loch und dementsprechend herrschen da auch in dem Randbereich dieses schwarzen Loches massivste Strahlungsvorkommen. Mhm. Denke ich mal, eine sehr spannende Welt. Ja, ja. Vielleicht wird man da auch gerade so Stichwort, jetzt fange ich wieder an zu seiern hier, gerade so Botanik war ja mal so ein Thema mit der Endeavor, Olympus? Ja, genau, Olympic. Ja. Olympic. Mhm. Vielleicht wird man da halt spezielle Strahlung, UV-Strahlungsvorkommen haben. Stimmt. Oder radioaktive, also Radio-Hintergrundstrahlungen, die... Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber hast du recht. Für Botaniker vielleicht sehr wichtig sind. Ja, also sehr, sehr spannend. Auch das zweite System ist ziemlich cool. Das ist tatsächlich ein Wanderplanet, der sich irgendwann zwischen zwei Jump Points eingekeilt hat sozusagen und dann mit seinen vier Monden drumherum, ich glaube es waren drei oder vier Monde, dann eben stationär geblieben ist zwischen zwei Jump Points und der halt wirklich aber keinen zentralen Stern hat, sondern wirklich ist es der Planet nur mit den Monden entsprechend und einer davon soll sogar bewohnbar sein. Und der hat eine gewisse thermische Aktivität, ne? Mhm. Und dadurch ist dort Leben irgendwie möglich. Allerdings wird auch betont, dass da nicht so viel zu holen sein soll. Ja. Ich glaube ja persönlich, dass das eher noch so ein bisschen so ein paar Enten sind, damit später Entdecker halt Explorer von unter euch hinfliegen und sagen werden, oh, da ist doch einiges zu holen. Vielleicht ein seltener Edelstein oder ein seltener Organismus, den man da findet. Also ich denke, da wird einiges zu holen sein, gerade weil sie betonen, dass er nichts zu holen ist. Vermutlich, ja. Sie haben auf jeden Fall mit die beide Sternsysteme in einem, weil beide sind nicht sonderlich groß und es gibt im Endeffekt nicht so viel zu erzählen. Außer, und das ist vielleicht für alle Astronomie-Freaks unter euch, sie gehen halt sehr, sehr detailliert, also Sherry Hayberg stellt es vor und Cecilia macht das Voice-Over, sie gehen die sehr detailliert auf verschiedene astronomische Phänomene ein und wie sich halt ein schwarzes Loch zusammensetzt und so, sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben damit. Schaut mal rein, ist eine schöne Episode geworden. Ja, und dann haben wir unsere Tutorial-Reihe beendet. Wir haben sie endlich beendet. Fünf Folgen sind es jetzt geworden. Am Ende haben wir jetzt nochmal Reparatur, Mechanik und Shopping-System vorgestellt. Das Geld ausgegeben, was wir verdient haben, die UECs. Und wie gesagt, wenn ihr da jetzt noch Ideen habt zu oder sagt, das solltet ihr nochmal vorstellen, dann könnt ihr auch das gerne kommentieren. Ich denke, es lohnt sich gerade mit der neuen Tastenbedienung da mal reinzuschauen, weil auch für erfahrene Spieler hat sich brutal viel verändert in der ganzen Tastenbelegung. Ja, also ich tappe mich selber mal immer noch mal dabei, dass ich in unsere eigenen Episoden reingucke, wenn ich irgendeine Taste wieder finde. Jetzt habe ich gerade eine neue Maus installiert zum Beispiel, wo ich sagte, wo war denn das jetzt nochmal, dass ich das jetzt da drauf belegt habe, dass es sehr viel einfacher ist. Zum Beispiel Zielerfassung hatte ich gerade, I und K, die jetzt noch mit auf der Maus drauf liegen, weil ich denke, auch im FPS wirst du irgendwann Ziele erfassen können, glaube ich. Aber das wird sich zeigen, also zumindest gucke ich selber ganz gerne rein und von daher schaut rein. Fünf Teile sind es insgesamt, wenn ihr alles nochmal sehen wollt, Folge 1 geht es eben los mit dem Aufwachen in Crusader bis hin zur Reparatur, Shopping und, was ich ganz vergessen habe, wir sprengen uns auch aus dem Schiff raus und zeigen den Respawn und so. Ne? Wir opfern für euch die wunderschöne Super Hornet. Genau, so ist es. Nachdem wir sie x-mal vorher kaputt gemacht haben selber. Ne? Ja, also von daher schaut mal rein, ist eine schöne Episode geworden und was auch eine tolle Episode geworden ist, wo wir wirklich riesen Spaß dran hatten, war der zweite Teil vom Let's Play, dem Security Post Guard
Auftrag. Das ist jetzt auch raus. Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen Kommentare, warum wir jetzt plötzlich Piraten seien oder warum andere Piraten sind. Natürlich war das jetzt, das darf ich schon verraten. Ja, ne? Ja, natürlich haben wir ja auch in der Episode das gesagt. Das war auch abgesprochen, dass jetzt wir hier Gegner aus dem eigenen Reihen, quasi aus dem Chor, ein paar Freunde fragen, die uns da geholfen haben, uns unter Druck zu setzen. Und wir haben halt den Security Post bewacht und die Umgebung drumherum gesichert. Ist auf jeden Fall ein spannendes Gameplay geworden, weil wir mal so ausprobieren konnten, wie man im Team zusammenarbeitet und wie, ja, wie schnell man eine Station unter Feuer stürmen kann. Mhm, auf jeden Fall. Da hatten auch die anderen Leute, die man jetzt nur wirklich als Gegner wahrnimmt, einen großen Spaß dran, uns mal wirklich zu testen und zu gucken, was bringt es eigentlich, wie kommen wir da eigentlich ran an sowas. So im EVA abspringen, auf die Station runter und ganz am Ende, so als kleiner Spoiler, muss uns sogar jemand, der sonst überhaupt nicht damit in Berührung kommt, von dieser Station abholen und sicher nach Hause bringen. Das ist nämlich der Dozer und das ist eine sehr, sehr lustige Aktion geworden am Ende. Also von daher, schaut mal rein. Es ist wirklich ein cooles Let's Play geworden. Und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, empfiehlt sich natürlich dazu, damit ihr seht, wie wir da überhaupt hinkommen. Ja, das waren auf jeden Fall die Videos. Wir haben dann noch die Livestream-Ankündigung. Es ist ein neuer Monat angebrochen. Dementsprechend werde ich jetzt im Laufe der Woche auch einen neuen Stream-Kalender hinstellen. Der erste Stream diesen Monat wird am übernächsten Donnerstag, das heißt nicht diese Woche, sondern die Woche drauf sein. Das ist dann, glaube ich, der 14.7., wo wir dann um 20.15 Uhr streamen. Also und, hier steht 14.7. Genau, dann ist es der 14.7. 20.15 Uhr, da bin ich dann wieder mit Let's Crash für euch da, live auf Twitch. Und dann werden wir diesen Monat zwei Streams haben von mir und einen von Vestem. All das findet ihr im Laufe der Woche eben auf unserem Streamkalender oder natürlich auf Facebook, auf Google Plus und auf Star Citizen Base. Ja, das ist zu den Livestreams. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß am Donnerstag beim Fußball gucken. Das ist ja dann das Halbfinale, ne? Mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Franzosen. Tja. Naja, mal gucken, was dabei passiert. Da verhebe ich mich jetzt nicht in meiner Meinung. Ich habe so viel Ahnung vom Fußballspiel wie ein Wendel wahrscheinlich von Botanik. Oh, man weiß ja nicht, ne? Ja, wer weiß, vielleicht sind die ziemlich gut da drin. Ja, und dann haben wir noch Interaction als Abschluss, ne? Und da ging es darum, um die große weltbewegende Frage, wollt ihr mehr Weltraummotorräder haben? Ja. Tatsächlich sagen 68% yes, das muss kesseln, es muss mehr davon geben. Ich würde da jetzt so eine Weltraum-Vespa vorschlagen, ja. Mit irgendwie 30 Meter pro Sekunde, so guckt man dann langsam vorwärts. Nein, aber auf jeden Fall die Mehrheit der Leute möchte das haben und dann sagen 22% nett, aber auch nur nett, muss halt nicht sein. Und 10% sagen, bin ich lebensmüde, warum soll ich da raufsteigen? Ja. Eher auch so meine Position, gerade wie ich es vom Dogfighting gewöhnt bin, halt so die Vorstellung halt mit 50 mm oder 35 mm Geschützen beschossen zu werden, während man halt im leeren Raum sitzt auf einem Motorrad, ist halt ein bisschen, naja. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, ne? Also muss man, das ist schon die Frage, ob mutig oder tollkühn. Ja, ja, also von daher, gut, meine Vorstellung war eher so eine Kawasaki Ninja von Origin statt einer Vespa, aber wir werden sehen. Ich glaube, das kommen noch mehr und ich denke, man sieht auch, die Leute wollen gerne noch mehr haben. Also einmal ihr hier, die auf dem Channel abgestimmt hat. Und ich glaube, das merkt man in den Foren auch. Es wird sicherlich noch eine Zeit dauern, aber wird es ein paar mehr von diesen Dingern geben. Ja, damit sind wir durch eigentlich mit dem SCB Verse Report für diese Woche. Wir werden auf jeden Fall dann auch noch den Monatsreport angeben, der dann vermutlich gegen Ende der Woche nochmal kommen wird. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert uns, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Schreibt uns in die Kommentare, ob zum Beispiel gerade, ob ihr was bei den Server-Updates von dem Subscriber-Livestream gefunden habt, was wir nicht gesehen haben oder gehört haben oder auch nicht verstanden haben. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr persönlich uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns ganz besonders freuen. Ansonsten verabschieden sich Sawyer und Weezen bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!